1. Chris Davis überzeugt mit unglaublicher Schnelligkeit. Marlon Mason ist physisch noch nicht auf dem Level, wie ich ihn noch aus Luxemburger Zeiten kannte, aber deswegen haben wir ja jetzt noch Training und er wird mit seiner physischen Präsenz unter dem Korb und auch seiner, für seine Größe verhältnismäßig hohe Schnelligkeit uns weiterhelfen. Wenn man jemanden herausheben möchte, Joel. Alle sind im sehr guten Zustand und jetzt ist es schon, wir überspringen quasi den ersten Schritt der Mannschaftsfindung und sind jetzt schon relativ zeitig in speziellen Spielformen. Ich liebe die Leute in Hagen, also die Offenheit der Hagener Leute ist sensationell. Ich habe so viel neue Bekannte, vielleicht sogar Freunde jetzt schon kennengelernt hier in Hagen. Also ich liebe diese Stadt. Ich bin Trainer, der ja jedes Spiel gewinnen möchte. Natürlich sehe ich uns dann hoffentlich relativ weit oben. Wir werden auch Zeiten haben, wo wir mal nicht das Spiel gewinnen werden. Und da erwarte ich von uns, dass wir da ein bisschen klarer nachdenken und auch mal dann trotzdem positiv weiterarbeiten. Und dann hoffe ich mal, dass wir das Resultat aus dem letzten Jahr mindestens wiederholen können. Kommt zu den Spielen. Wir brauchen euch.